Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Evil Within Ufpelzig. Ich hab heute ein besonderer Tag und zwar konnte ich jetzt mal meinen Mikrofonständer mitsamt Spinner ausprobieren. Jetzt steht mein Mikrofon hier neben mir und es kann sein, dass man es ab und zu mal im Bild sehen und ich bin hier mal gespannt, auch was die Klangqualität angeht, ob das jetzt etwas besser ist, ob ihr mich jetzt etwas besser verstehen könnt. Und ja. Wie das jetzt wird. Ich hoffe natürlich, dass es besser wird jetzt mit der, ja, mit dem Mikrofonständer. Vielleicht sehen dann auch mal, wenn ich mich so ein bisschen arg in die Richtung bewege. Und ja, schauen wir einfach mal, ne? Bitte nicht aufregen, falls nach sie erkennt, aber ja, ich hoffe, die Klangqualität und die Tonqualität verbessert sich hier jetzt absolut. Naja, nicht absolut, aber dass es sich einfach verbessert, ne? Und ja, in der letzten Episode, um da mal weiterzumachen. In der letzten Episode sind wir mit dem Seppel wieder vereinigt worden. Und deswegen habe ich auch hier jetzt extra nochmal den Startbildschirm gemacht, weil ich nicht weiß, wie es aussieht, ob ich, wenn ich starte, direkt in eine Sequenz reinkomme und so. Deswegen machen wir jetzt direkt weiter und gucken mal, wie es ausschaut, ne? Ja. Da bin ich natürlich auch sehr gespannt drauf. Es ist ja nach wie vor ein blindes Let's Play für mich. Ich weiß nicht, was kommt und was passiert. Und deswegen habe ich mir gedacht, sicher ist sicher. Mache ich lieber vom Hauptmenü aus, nicht, dass irgendein Quatsch passiert. Und außerdem wollte ich nochmal Bescheid geben, dass ich ab heute mein Mikrofonständer mit Spinnerei setze. Das heißt, mein Mikro steht direkt neben mir. Eventuell bringt es was vom Klang. Schauen wir mal. Gott sei Dank, dir geht's gut. Wie bist du hergekommen? War nicht leicht. Zumindest hatte ich nicht noch mehr. Vorfälle. Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. Hey, ich habe uns einen fahrbaren Untersatz aufgetrieben. Sag jetzt halt, wir müssen Busfahrer. Läuft das Ding noch? Zeit, das rauszufinden. Scheiße! Okay. Was machst du da? Waschzup. Antworte mir. Oh, was kommt jetzt zur Teufelei? Das sieht aus wie riesige Spinnen. Ach du Scheiße. Fetti Monsterspinnen. Kapitel 12. Die Fahrt. Boah, nee. Oh nein. Igitt. Kein Bock, mich hier umbringen zu lassen. Gott sei Dank mit einer schlafapnoe Maske. Und der Seppel, der lauft doch ganz gemütlich rum. Lass da bloß noch ein bisschen Zeit, Buh. Ich hoffe aber, weil das Mikro jetzt ein bisschen näher an mir steht, dass das nicht durch die Kopfhörer eventuell noch beeinträchtigt ist. Vielleicht mal auf die Euter schieße. Ja, ne, dass es dann zu viel Spielsound nochmal drauf gibt und mir so Echo hört. Das wäre natürlich auch nicht so toll. Okay, da haben wir noch Munition. Die nehme ich mal auch liebend gern. So, ich sollte mal gucken, dass ich den El Speco Grande eventuell auf Abstand halt, ne? Oh, Mann. So, Mann, oh Meter, da haben sie ja wieder was einfallen lassen. Es ist doch mal wieder ein widerwärtiges Mistvieh. Da abbiegt. Sieht aus wie irgend so ein Typ mit Schlafapnoe, der so eine Schlafmaske kriegt hat zum Atmen und dann zu seiner Riesenspinne mutiert ist. Spider-Schwein im wahrsten Sinne des Wortes. Da haben wir noch Pistolenmuni. Schrotflinte-Muni. Mir wurde zusätzlich auch noch gesagt, dass ich zu selten mal Granat verwende. Deswegen wollen wir mal gucken, ob ich hier nicht einmal ein paar Granate verwenden kann. Ja, okay. Was kommt jetzt? Du hast gesehen, was kommt, Bastel. Ja? Sebastian, Sie sind Huch. Über uns. Oh, okay. Sie haben Dynamit. Die jagen wir erstmal in die Luft. Einer weniger. Ja, ich versuche zu erwischen, was ich kriegen kann. Jetzt sind überall wieder die Ruhelose, ne? Ich sehe sie aber nirgends. Schießt er dann hier? Okay, Spritze haben wir auch noch, wenn Not am Mann ist. Ich sehe sie gar nicht. Wo sind sie? Die Ruhelose. Gegner von rechts. Ah ja, jetzt die sehe ich.
Okay. Der hat einen Molly. Den sollte ich lieber mal fertig machen. Der hat ein Jagdgewehr, ne? Ach so, ein Sniper, wie ich's hab. Okay, du ist noch irgend so ein extremer Idiot. Den sollten wir mal abzünden. Und der mit Molly, der steht noch. So. Arge Zündwoche. Und der hinten kommt einer wieder arg gammelt. Okay. Den krieg ich. So. Du hast es doch wieder gelohnt, in Reserve zu investieren. Und denn du könnte ich, ja? Hoppla. Danke, Seppel, dass du... Na, gibt's dann das? So. Dann habe ich so erwischt. Dann könnte ich so treffen. Da der durch seine Maske geschützt ist, muss ich das so machen. Wieder ein Molly-Schmeißer. Und einer mit einer Qualenarmbrust. Das gefällt mir gar nicht. Sehr guter Schuss. Ich glaube, das war die Kidman. Ja? Guter Schuss. Okay. Das ist für euch. Die reißen doch ordentlich was, die Dinger, ne? Was solche Masse ist das echt nicht verkehrt. Ja. Na, auf dich zu bewegen. Ich will 50-50 Chance haben, dir den Schädel zu verbädeln. Na gut. Ansonsten haben wir doch noch irgendwelche andere Crews, die ich jetzt noch nehmen könnte. Nee. Ja, wie gesagt, ich hoffe auch, dass das Mikro jetzt, das so nur an mir dran ist, dass das nicht irgendwie nur mal als Echo des Spielsound oder so mitnimmt. Gegner voraus. Wo? Vorne oder was? Ah, das sind Leute mit Sprengstoff. Oh oh. Oh oh. Oh je, oh je, oh je. Das war knapp. Ordentlich gerumst. Wissen wir was zur Feier des Tages? Gibt's jetzt erstmal Spritzel. Und das Ende hole ich mal jetzt. So. Okay, Scharfschützegewehr ist mehr oder weniger außer Kraft gesetzt. Das heißt, ich hole mal hier die Magnum an Bord. Wenn jetzt wieder unser Schlafapnoe Spinnerino kommt, dann haben wir wenigstens was zum Truffschießer. Okay, dann sollten wir auch hochladen, ganz dringendst. Magnum und Granate habe ich immer noch parat. Fahren wir hier links. Oh, du bestimmst den Weg, Seppel. Natürlich, du ist er wieder. Hi. Ich habe dich schon überhaupt nicht vermisst, du Widerling. So, voll auf die Brüst. Und voll in seinen Sabberlatz. Okay, das bringt nichts. Krieg ich noch eine Granate ab. Bringt wohl nicht sehr viel. Anna. Da schmeißt er mit Larven noch mir, der eklige Sack. Okay, die Larve in Grütze dabei. 500. Das ist ziemlich gut. Da haben wir nichts mehr. Verdammt, so langsam wird's eng. Die Qualearmbrust sollte ich auch wieder nehmen, glaube ich. Die legen wir noch unter. Okay. Nein, ich wollte es eigentlich zertreten, das Vieh. Okay, das Schneider mit dem Messer kaputt. Na gut, der hat noch eine Granate bei sich gehabt. Sehr schön. Vielleicht bringen die was. Ansonsten versuche ich ihn zu blenden. Trophäe erhalten, Arachnophobie. Die habe ich tatsächlich, ach, muss ich gestehen. Bissel habe ich Arachnophobie durchaus. Wo fahren wir hin, Joseph? Ich habe eine Theorie. Wir werden hier kreuz und quer durchgeleitet. Als ob jemand uns steuern würde. Daher ist es fast unmöglich, sich hier zu orientieren. Aber das Licht der Beacon Nervenklinik liegt immer in der Ferne.
Dieses Ding, an das ich angeschlossen war, das habe ich jetzt an mehreren Orten gesehen. Ja, ich auch. Ich bin nicht sicher, aber es scheint immer genau dasselbe Ding zu sein. Zumindest habe ich bemerkt, dass ich jedes Mal, wenn ich so ein Ding sehe, dem Leuchtturm näher bin. Es könnte Zufall sein, aber wie ich schon sagte, es scheint, als stecke hinter all dem eine Art Intelligenz. Du meinst also, wir sollten direkt zur Sache kommen und zur Klinik fahren? Exakt. Gute Arbeit, Detective. Ja. Der Weg rechts scheint direkt zur Klinik zu führen. Sehr gut, dann sollte man dort definitiv hingehen, bevor wir noch in weitere hässliche Unterbewusstseinsszene kommen. Joseph, nein! Nein! Bring uns einfach hier raus! Wenigstens hat er aber sein Brill noch. Vielleicht gibt's dort Verbandszeug. Ich gehe. Nein, ich mach das. Lass niemanden hier reinkommen. Was hat ihn überhaupt erwischt? Aber das Mord war wenigstens eine richtige Wunde und ist nicht einfach nur sein Brill losgeworden. Okay, da ist noch ein Ruheloser. Versuchen wir mal so zu erledigen. Hoppla. Na, gibt's dann das? Wir sind relativ knapp an Munition, merke ich. Ja, uff. nee, das mag ich nicht, wenn die mit Pistole schon auf mich zurennen, die Gestalte hier. Ja, die ist halt schon mal abzünden, vorsichtshalber, ne? Ja. Stuf. Ich glaube, jetzt geht's ans Eingemachte. Das sind beides, glaube ich, Polizisten gewesen. Wenn die Theorie nach wie vor stimmt, dass der Bastel hier Amok läuft, weil der Ruwig das so will, dann haben wir ein Problem. Dann sind wir nämlich gerade bei unser Kollege abzuschlachter. So. Boah, ich habe erst circa 12 Minuten aufgenommen. Aber es kommt mir schon vor, als hätte ich eine ganze Episode hinter mir, muss ich sagen. Die Fahrt kam mir ewig vor. Aber halt auch wegen der eklige fette Riesenspinne. Soll ich das abzünden oder? Naja, wenn einer von deiner Polizisten mit der Knarre drauf schießt, bin ich geliefert, ne? Oh, Mist, die haben mich schon gesehen. Okay. Uah, nein, renn! Fort von da! Gerade wenn der Scheiß in die Luft fliegen kann und so, ne? Oh, oh, das gibt einen riesen Knall wieder. Ja. Und das Ding brennt auch noch. Okay, da sollten wir ein bisschen langsamer gehen, um das Ding... Aber vorher noch das Ding auszuschalten. Sehe ich das falsch oder leuchtend im Sahara weiß? Na egal. Das war's mit dem Knaber. Und du hast mich noch welche gesehen, ne? Die freundliche Frau Polizistin. Hey! Ja, uff, Officer Friendly. So. Okay, da hat mich der andere Bursche auch erlebt. Und er schießt sogar noch mir, der Sack de Dreck. Hey! Ja, uff. So, na alla. Findest du etwas unfair, dass die Ruhelose das dann auslösen? Heieieiei. Okay, es sind noch Gegner in der Nähe. Ich sehe mich aber derzeit nicht. Mein Lichtel habe ich auch aus. Okay, einer sieht mich. Wer mag das sein? Wer mag das sein? Hey! Er schießt auf mich, das ist nicht fein. Oder sie. Sie schießt auf mich. Hey! Mann! Was gibt's denn das? Hey, du herrschst doch mit deinem Ferz. Aber hallo, das musst du richtig verstehen, mein lieber Freund. So, jetzt sollte ich mich mal ganz dringend teilen. So. Irgendein anderer Freak sieht mich noch. Ach, da hinten. Da hinten hockt er. Der feine Herr. Ey, gibt's dann das? In der Unterleib, in der Hoffnung, dass er umknickt davor, ne? Okay. So, das war der Gnadenschuss und das war meine letzte Kugel, wie ich gerade eben erst gesehen habe. Mann, Ometa. Also ich glaube, wir nähern uns tatsächlich so allmählich im Ende. Weil,
Ah, von der Revolver habe ich gekriegt. Okay. Ja, ich glaube, wir nähern uns tatsächlich wirklich so allmählich im Ende, weil die Gegnerströme auch immer ärger werden. Und es geht ja auch wieder Richtung Nerve Heilanstalt. Dementsprechend habe ich es irgendwie im Gefühl, dass wir so allmählich Richtung Finale steuern. Mann, oh Miedersen. Okay. Wie machen wir das jetzt? Können wir da klettern oder können wir da durchs Schäm-Dich-Auto durch? Ne? Da können wir ja hier das Schäm-Dich-Macher. Können du aber nicht weiter durch. Hier, dann machen wir nochmal das Schäm-Dich. Da hinten ist noch eine Flasche Gel, wie ich sehe. Und wo ist der andere Schütze? Da können wir dort drüber. Ja, okay. Da ist der andere Schütze. Hey! Ja, uff, du Freak. Machen wir das so. Schmeißen die Granate rüber. Herzlichen Glückwunsch. Bumm. Dann war das wenigstens ein One-Hit-Kill. So, das machen wir so. Aber selbst wenn das jetzt, wie gesagt, vom Ton her etwas zu sehr noch Echo klingen sollte, ist das nicht allzu schlimm, ihr liebe Leid. Dann geht maximal die Folgflöte, weil ich höre mal die jetzt gleich nochmal in der Aufnahmegalerie an. Und wenn das doch zu sehr Echo belastet ist, dann... Oh, hallo. Dann lass ich mal was anderes einfallen. So. Dann schiebe ich das Ding vielleicht ein bisschen weiter noch hin. Ne? So. Wenigstens zwei von Denner hat er dabei gehabt. Und gucke, ob es hier noch was zu flattern gibt. Tatsächlich gibt es hier blutstillender Verband. Ein Blutgerinnungsmittel für den Notfall, um Wunden behandeln zu können. Der Verband enthält Medikamente und lässt sich problemlos anlegen. Bloodblock. Mit dem Logo von der Beacon Nervenheilanstalt drauf. Sehr schön. Eine Spritzel ist auch noch parat. Das pfeffer ich mir jetzt auch noch gleich rein. Und du hast noch ein Kartefragment, ne? Kartenfragment 24. Okay. Hui. Ich merke, dass ich allmählich etwas mehr Munition bräuchte, ne? Alter! Um mal Homer Simpson zu zitieren. Holy Macaroni! Ach du Scheiße! Da sind sie. Okay. Haben wir irgendwelche große Dinger, die ich rüberjagen kann? Ich steht ganz gern. Scheiße! Das steht ich zwar auch ganz gern scheiße, aber ich befürchte, die lassen mich nicht. Okay. Vielleicht können wir das Spiel auch spielen, ne? Sieht nicht so aus, als würde das Ding hochgehen. Okay, du helfen nur die harte Bandage. Rennbastel. Ich muss an das Maschinengewehr. Ja, genau das mache ich jetzt. Dann holen wir mal den Knabe hier raus. Boah, der fliegt gleich in die Luft. Scheiße. Mal gucken, ob wir es jetzt schwenken können, das Teil. Ja. So. Jawohl, das entspricht doch ganz genau meinem Stil. Scheiße. Ah, leck mich doch am Keppel, Mann. Um Negan aus The Walking Dead zu zitieren, fick die Henne. Alter. What a cranken Shit. Alter. Steht noch soweit alles oder wie sieht's aus? Ist das ein Gemetzel? Scheiße. Jetzt fehlt echt nur noch der. Die fette Spinne nochmal. Ey, es ist gerade an Geschmacklosigkeit kaum zu überbieten.
Mann, Ometa, ist das ein kranker Scheiß. Komm schon? Okay. Okay. Ist gut, ja. Ich glaube, ich habe mich genug ausgetobt. Ey, ich bin fassungslos. Halt sie weg von mir! Jetzt, du Velmol? Die ganze Zeit nicht wolle, dass ich irgendwas, dass ich herkomme und jetzt soll ich ja weiter Freaks abschießen. Okay, dann schwenken wir mal, ja. Ey, hallo? Ich halt gerade volle Wumme auf dein Berbsel. Hau ab, du. Noch schön mit Schmott aber spritzt worden. Irgendwo hechelt's noch. Wo seid ihr? Hi. Ey. Ich hoffe, du hast mal wenigstens einen Kaffee mitgebracht, Kamerad. Okay. Wie gibt's denn das? So. Die alte graue Stute, die ist nicht mehr, was sie war. Ist nicht mehr, was sie war. Ist nicht mehr, was sie war. Okay, dann haben wir zum Moose gemacht. Denn du ach. Ich hoffe, das war jetzt erstmal alles. Ich bin fassungslos gerade, ohne Scheiß. Ich renne jetzt mal zu Kidman. Da gucken wir mal, dass wir das gebacken kriegen jetzt. Ja, okay. Ja, werkschickter, wenn wir nur rauskämen, ne? Mach das. Wir müssen ja... Achso, ich muss fahren. Ja, komm, wir nehmen jeden mit, den wir kriegen können. Ich kriege ich. Grand Theft Evil Within. Komm, dich kriege ich. Das erinnert mich echt an die alte Zeit, als ich damals Grand Theft Auto Ends gespielt habe, wenn ihr euch alle daran noch erinnern könnt, in der späten 90er. Wo dann die Männle immer so als rote Platscher auf dem Boot dargestellt waren. Kannst du mir aufhören, uns dauernde Spaß zu versauen, Rudi? Wir wissen, dass du hier der Gott bist in der Welt. Oh, Scheiße. Huiuiuiui, Kapitel 12 überlebt. Mit Ach und Krach, aber mir ins gepackt, ne? Ich die Zarie, liebe Leid. An der Stelle mache ich auch auf jeden Fall wieder einen Cut. Und wir sehen uns dann wieder am Donnerstag zu Let's Play The Evil Within Uf Pilzig. Ich werde jetzt nochmal das Video checken, ob das nicht so sehr Echo gibt wegen meiner Kopfhörer. Ansonsten überlecke ich mal nochmal was. Aber wir sehen uns auf jeden Fall dann am Donnerstag wieder. Machen's gut, bis du hier, Iron Yankee.